Schön, dass du da bist. Ich werde jetzt wieder die Zeitqualität channeln für den Sommer 2022. Und ich lade dich einfach ein, dass du deine Augen schließt, dass du dir bequem machst, dass du einen ruhigen Moment findest und mit mir und der geistigen Welt eintauchst in ihre Botschaften, in eine Vorausschau für die nächsten 3 Monate. Okay, dann starten wir. Geliebte Schwester und geliebter Bruder, wir sind Gabriel und wir begrüßen dich und laden dich ein, einen bewussten Atemzug zu nehmen, um mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei dir zu sein und mit dir in die Verbindung zu gehen, um all das aufnehmen zu können, was dir jetzt mitgeteilt werden möchte. Erlaube dir wahrzunehmen, dass es immer mehr darum geht, dass du den Weg deiner Seele, den Weg in menschlicher Gestalt, im verkörperten Erdbewusstsein gehst und dass es sein kann, dass du dich von hinten ein wenig geschubst fühlst, ein wenig bedrängt fühlst. So als würde dich jemand anschieben. Und wir möchten, dass du weißt, dass dieser jemand deine Seele ist. Und dass es jetzt darum geht, dich über dein Seelenbewusstsein auszudehnen, deine Flügel zu öffnen, um den Weg zu folgen, der dir bestimmt ist. Und dabei geht es darum, dass du dich diese Wochen immer wieder auf deine Wirbelsäule konzentrierst, dass du entlang deiner Wirbelsäule eine Feder wahrnimmst, die all das glatt streicht, was zu holprig erscheint, die all das berührt, das zu starr erscheint. Und die in einer kreisenden Bewegung immer wieder dein Basiszentrum aktiviert, um das Bevorstehende, um das Irdische für dich annehmen und leben zu können. Und so liegt diese Feder als Symbol der Einheit auf der Ebene deines Wirbelzentrums, deines Steißbeins und aktiviert sich dann, wenn du dementsprechend diese Aktivität deiner Energiezentren ankurbeln möchtest und darüber mit dem Fluss des Lebens in die Verbindung gehst. Und so geht es immer mehr darum, eine Leiter
als weiteres Symbol zu nehmen, die dich nach oben führt. Wobei wir dich erinnern möchten, dass dieses nach oben führen so verstanden werden möge, dass diese Leiter den Weg der Seele symbolisiert und das nach oben das Erwachen betrifft. Diese Leiter steht für dein Erwachen. Diese Feder steht für dieses Ankommen in dein Erwachen und das Aktivieren der Energiezentren entlang deiner Wirbelsäule steht für den Weg. Und wann immer dir diese Symbole begegnen, wird dein System sich erinnern, dass es ums Ankommen geht, wann immer dir eine Feder begegnet, um das Erwachen, wann immer dir eine Leiter begegnet und um den Weg, den du gehst, wann immer dir ein Fluss begegnet. Und das ist das persönliche Merkmal dieser anstehenden Wochen. Das weltliche Bild, das globale Bild, scheint sich im ersten Moment im Kreise zu drehen. An. Weil es Wiederholungen gibt, wo das Kollektiv der Menschheit jetzt Ausgänge gesichtet bekommt, die in ein neues Bewusstsein führen. So kann es sein, dass dieses im Kreise drehen, dieses immer wieder sich wiederholen, immer wieder dieselben Muster, immer wieder dieselben Taten und Handlungen, ein Gefühl des nie endenden Auslösen. Und wenn du an diesem Gefühl angekommen bist, dann lasse vor deinem inneren Auge eine Tür entstehen, die dir den Ausweg zeigt, um im Seelenbewusstsein anzukommen, um die Leiter des Erwachens zu nehmen. Und um den Fluss des Weges, deines Weges und des Weges des Kollektivs zu folgen. Es ist eine Zeit, in der immer mehr Menschen aussteigen wollen. Aus Konditionierungen, aus Schambewusstem, aus Ängsten und Einengungen, wo eine Ermüdung da ist, des alten Spiels, der immer wiederkehrenden Wiederholungen,
die nie zu einem Ziel führen, der konstruktiv für alle ist. Und deshalb vermag es, ein weiteres Bewusstwerden dieser Taten, um neue Wege sehen zu können, um dieser Ermüdung ein Angebot zu machen. Deine Seele ist bereit, über dich hinauszuwachsen. Dein Körper bekommt die Schwingungsqualität zur Verfügung gestellt, sobald dieser Ausgang gesichtet wurde, um in dieser Kraft deiner Seele, in deiner physischen Präsenz anzukommen und aus dieser Kraft heraus entsteht ein neues Bild der Erde und so berührt Mutter Gaia dich. Sie legt ihre Erdenhülle um dich wie eine Brut und brütet dich aus, jeden Menschen individuell nach seinem Bedürfnis, um dieses Erwachen vorzubereiten. Und Gaia sagt, dass du in ihr sicher bist, ganz unabhängig davon, was auf der Erde gespielt wird. In ihrer Brut ist es warm, ist es wohltuend und wird dir Wohlwollen entgegengebracht. Und ganz ohne es zu bemerken, wird sie sich dann wieder zurückziehen, wenn diese Ermüdung vorbeigezogen ist und ein neues Angebot bekommen hat. Gaias Licht wacht über allem, auch über jeden Krieg, über jede Angst, über jede Dysfunktion. Gaia ist überall, sieht alles und berührt alles. Sie bringt dir das Vertrauen für diese nächsten Zeiten, wo sie dich einlädt, dich immer wieder zurückzuziehen, dir Zeit dieser Naturstille zu geben, dich in der Natur aufzuhalten, dich darin zu baden und die hellsten Farben entstehen zu lassen, die in diesem bei dir sein, in diesem Ankommen entstehen.
So führt Gaia diese Zeitqualität. Sie brütet sie, um dann im Herbst eine weitere Steigerung anzunehmen, gekräftigt zu sein und eine energetische Vitalität zu erfahren, die es dir möglich macht, deinen eigenen Weg, intern im Weg des Kollektivs, zu gehen. Und so ist es an der Zeit, zu dir zurückzukehren, dir nahe zu sein, dich selbst auszubrüten, bis du bereit bist, ganz zu erwachen, bis du bereit bist, neue Gewohnheiten anzunehmen und nach ihnen zu streben. Das Vertrauen von Gaia legt sich um deine Aura, sodass sich all deine Farben darin entfalten können, dass du dir selbst strahlst und dass du dadurch das Äußere mitbestrahlst, dass die Erde bunt sein möge, emotional sowie auch feinstofflich und physisch. Lasse die Leuchtkraft erhellen und wisse, wie wichtig das für diese Zeit ist. Hört einander zu. Achtet auf Widersprechungen und bringt Licht in die Unklarheit, vor allem gedanklich. Und darum geht es in nächster Zeit. Meinungsverschiedenheiten können ebenso Klarheit bringen. Meinungsunterschiede tragen zum Erkennen bei. Und so hat jeder das Recht, seine eigene Meinung zu äußern, seine eigene Kraft zu entfesseln und sein eigenes Licht zu erfahren. Das, was im Außen geschieht, geschieht auch in deinem Inneren. Beleuchte es, bestrahle es, damit es sich verändern kann, sofern das nötig ist. Unterstützt euch gegenseitig. Reicht einander die Hände, um das Licht
zu verstärken, um neue Farben zu entwickeln, um neue Felder zu erschaffen. Und so, liebe Schwester und lieber Bruder, achte auf dein Basiszentrum, auf den Bereich um dein Steißbein. Und darüber nimm die Feder wahr, die dir gegeben wird, die dich verwurzelt im Bewusstsein dieses Sommers, dieser Zeit. Und die dieses Ankommen fördert, dieses bei dir sein, dieses in deinem Körper sein. Denn hier wirst du gebraucht. Und so fließt Sternenlicht über dein hohes Selbst in dein System. Das Licht von Andromeda streichelt dich, lässt deine Farben hell sein und unterstützt dich in der Annahme dessen, was ist, in der Annahme bei dir zu bleiben, um deinem inneren Kind ein Zuhause zu schenken, ein farbenfrohes Zuhause. Die Natur lebt es dir vor und Andromeda strahlt durch die Natur und intensiviert die Farben, dass Heilung geschehen kann. Empfange, speichere und setze deinen Weg fort. Und so bleibt Mutter Gaia um dich gelegt, wann immer du dich daran erinnerst, nimmst du sie wahr, du riechst sie. Du spürst sie und das wiederhole, da das den Ausgang sichtbar macht, der dich aus der Ermüdung immer wiederholende Runde hinausführt. Gaia wärmt dich auf, bis all deine Zellen erwärmt worden sind und damit du dann ein Stück weit nach Hause kommen kannst. Und so sei gesegnet im Namen der großen Lilie der Weisheit. Und im Namen der Vertrautheit, dessen, wer du bist. Wir sind Gabriel. Sei gesegnet. Jetzt und alle Zeit. Amen.
Schön, dass du noch da bist. So gehen wir in diese neue Zeitqualität und schauen, was sie damit uns sagen wollten. Du kannst es dir immer wieder anhören. Ich freue mich, wenn du es teilst, wenn du es weiterschickst, wenn es viele Menschen berühren kann und darf. Und wenn du es für dich nutzt. Denn alles, was wir von der geistigen Welt bekommen, liegt dann an uns, es zu benutzen, es zu gebrauchen und damit zu arbeiten. Und es lohnt sich wahrlich, mit diesen Symbolen weiterzugehen. Ich bin selbst gespannt, was sich zeigt, was sich tut und was wir aus all diesen Botschaften dann auch erkennen und wahrnehmen können. Alles Liebe und eine gesegnete Sommerzeit. Bis bald!